Hallo liebe Freundinnen und Freunde der elektronischen Musik, Björn Thorwern hier aus den Science Studios. Und in den folgenden Minuten möchte ich mit euch über das Thema Genres sprechen. Brauchen wir Genres? Ist das nur Schubladendenken? Oder können uns Genres vielleicht sogar weiterhelfen bei unserer persönlichen musikalischen Entwicklung? Zunächst sei gesagt, dass dieses Video meine persönliche Meinung ist. Es ist ein Kommentar zu dem Ganzen und am Ende muss ja jeder selber wissen, wie er Musik macht, wie er im Studio Spaß hat und was er für Musik veröffentlicht. Genres ist ja nun auch keine Erfindung von Musik, ja? Oder von irgendwelchen Leuten, die in Schubladen denken. Genres gibt es ja schon seit Ewigkeiten und das für fast alle Formen der Kunst. Ob das jetzt Malerei ist, Filme, Theater, Schreiberei oder eben Musik. Ja. In Musik habe ich den Eindruck, dass da der Dschungel auf jeden Fall sehr, sehr dicht ist, was Genres angeht. Und da höre ich auch ganz oft, vor allem in Track-Feedback-Streams, Genres interessieren mich nicht, das ist Schubladendenken, braucht kein Mensch, ich mache einfach frei raus. Und dann höre ich aber auf der anderen Seite ganz oft so experimentelle Tracks, wo ich das Gefühl habe, dass sie mich langweilen, dass sie belanglos sind. Und experimentell wird dann ganz oft vorgeschoben als Ausrede für fehlende Skills, für langweilige Musik, für belanglose Musik. Und das darf nicht sein, denn auch experimentelle Musik kann ja gut sein. Wenn ich jetzt in ein Restaurant gehe und das Restaurant sagt, sie machen experimentelle Küche, dann kann ich ja trotzdem erwarten, dass das Essen gut schmeckt. Und nicht, alles ist irgendwie nicht aufeinander abgestimmt, es schmeckt halt einfach niemandem, das Restaurant ist leer. Dann sagt der Koch, ja, ich halte nichts von Schubladen, ich mache halt experimentelle Küche. Das funktioniert nicht. Und genauso funktioniert das auch in allen anderen Kunstarten nicht. Was ich eher vermute, ist bei dieser Ausrede, ich mache experimentelle Musik, die fehlende Auseinandersetzung mit Genres, die fehlende Auseinandersetzung mit der Geschichte von Genres, mit Einflüssen, wie etwas entstanden ist, woraus etwas entstanden ist. Und das geschulte, trainierte Gehör, welches analytisch Musik betrachtet und herausfinden kann, welche Elemente werden denn hier eigentlich genutzt. Ein Anfänger hört eine Kickdrum. Ein Fortgeschrittener kann schon sagen, ist eine harte Kickdrum, eine weiche Kickdrum, eine Schlagzeug-Kickdrum, eine synthetische Kickdrum. Und irgendwann ein Profi, der hört so viel in einer Kickdrum. Und all diese Stilistiken sind ja auch ausschlaggebend dann für ein Genre. Ein Genre ist im Prinzip eine Art Rezeptbuch mit bestimmten Rezepten. Und ein Genre schlägt euch Zutaten vor. Die Zutaten zu kennen, ist also total wichtig für jeden Producer. Wenn ich ins Studio gehe, habe ich immer schon eine Grundidee, einen Kompass auf meiner Landkarte, denn die Landkarte ist riesengroß. Um mich da zurechtzufinden, brauche ich einen Kompass. Das ist wie eine Quelle in einer Art Flussbett, wo ich einfach weiß, okay, ich bin zwar frei, aber innerhalb meines selbstgesetzten Rahmens, den ich um ein Kunstwerk drumherum baue. Und dieser Rahmen nimmt mir Möglichkeiten. Und das bedeutet, dass ich nicht erschlagen werde von all diesen tausenden Variationen, die ich eventuell machen könnte. Dieses konzeptionelle Produzieren kann man natürlich trainieren und lernen. Ja, zunächst müsst ihr euch mal mit Genres auseinandersetzen. Und nicht nur mit dem Genre, wie es heute, jetzt gerade im Moment klingt, sondern mit den Ursprüngen. Wo hat es denn angefangen? Und was sind die Einflüsse? Was ist vielleicht auch die Gegenbewegung innerhalb eines Genres? Aus was ist das Ganze herausgeboren worden? Zum Beispiel finde ich total interessant, dass der Detroit Techno seine Wurzeln in Elektro hatte. Oder Elektro war so ein bisschen der Quell von Detroit Techno. Und Elektro ist aber entstanden aus Rap, aus Hip-Hop. Irgendwann hat man gesagt, komm, wir lassen jetzt mal den Gesang weg und nehmen die Instrumente deutlich mehr in den Vordergrund. Und auf einmal war das Elektro. Und dann hat man gesagt, okay, Elektro ist cool, jetzt machen wir aber mal 4-to-the-4 Beat. Und zack, war Detroit Techno geboren. Die gleichen Instrumente, aber eben eine Abwandlung von einer Abwandlung von einer Abwandlung. Deswegen finde ich persönlich wichtig,
sich mit den Wurzeln zu beschäftigen, zu schauen, wo ist denn mein Genre eigentlich hergekommen, in dem ich produziere? Was hat es denn für Einflüsse? Weil das ermöglicht es mir, mein persönliches Kochbuch zu schreiben, um im Studio zu einem Ergebnis zu kommen. Mich würde mal interessieren, welche Genres ihr besonders feiert. Schreibt es doch mal in die Kommentare, was ihr vielleicht neben Techno noch so gerne hört. Sich beim Produzieren nicht seinen Zutaten bewusst zu werden, ist ein großes Problem. Und den Fehler habe ich selber gemacht, als ich vor vielen, vielen Jahren angefangen habe, Musik zu machen. Ich war da ziemlich einzelgängermäßig unterwegs, hatte in meinem Bekanntenkreis kaum Leute, die auch diesem Hobby nachgegangen sind. Deswegen war ich da auf mich alleine gestellt. Es gab kein YouTube, es gab noch keine Tutorials, wie sie hier auf Sine gibt. Und ich hatte aber so ein paar Sample-Packs irgendwo herbekommen, die habe ich dann wahllos zusammengeschmissen. Und irgendwie hat das nie richtig nach stimmig geklungen, weil da waren Samples aus allen möglichen verschiedenen Richtungen, die dann von mir so kombiniert worden sind, dass es eben wie in dem experimentellen Restaurant einfach nicht geschmeckt hat. Erst mit der Zeit kam dann so ein Gefühl dafür auf, so Musik zu analysieren und auch mal nachzubauen, zu sagen, was ist denn eigentlich in der Musik, die ich gerne höre, drin? Ja? Zum Beispiel kann man das ganz einfach runterbrechen. Man sagt, da ist eine 909 drin, eine 909 Kickdrum. Überhaupt zu wissen, was eine 909 ist, woher die kommt, warum man die benutzt, kommt daher, wenn man sich eben mit dem Genre Techno auseinandersetzt. Dann läuft einem zwangsläufig die 909 über den Weg, also ein Drumcomputer. Und dann elektronische Drums, Synth-Bässe, Synthesizer-Sounds, ein bestimmtes BPM und Samples, und dann bekommt man so ein paar Zutaten. Und mit diesen Zutaten dann einen Track zu produzieren, ist natürlich deutlich effizienter, weil man sich nicht ablenken lässt von irgendwelchen Samples, von irgendwelchen Zutaten, die gar nicht in mein Genre reinpassen. Und wenn es dir etwas schwerfällt, so Dinge herauszuhören, dann check auf jeden Fall mal sine.de. In unserem 6-Monats-Kurs bringen wir dich in 6 Monaten auf den Weg in das Producer-Dasein. Du lernst, selektiv zu hören, du lernst bestimmte Sounddesign-Techniken, um ein Genre nachzubilden. Das Ganze von Profis aus der Szene und für gar nicht mal so viel Geld. Check's aus, auf sine.de bist du auf jeden Fall fündig, wenn es um deine musikalische Weiterbildung geht. Ein Punkt ist noch wichtig, und zwar, welches Genre mache ich eigentlich als Anfänger? Und da erlebe ich auch ganz oft, dass Anfänger sich Genres raussuchen, die sehr, sehr skill-intensiv sind. Es gibt Genres, die einfacher sind, und es gibt Genres, die sehr, sehr, sehr komplex sind. Ja? Wenn ich jetzt anfange, Gitarre zu lernen, dann fange ich nicht direkt an, die krassesten Jazz-Sachen zu spielen, sondern man fängt ja meistens mit ganz einfachen Moll- und Dur-Akkorden an. Ja? Und genauso sollte es auch beim Musikproduzieren sein. Es gibt Genres, die sehr skill-intensiv sind, wie zum Beispiel Melodic Techno. Und wenn man nun gar nicht, gar keine Erfahrung oder Berührung mit Musiktheorie oder Musikinstrumenten hat, dann ist das vielleicht auch eine Hürde. Das heißt, der nächste Punkt ist auch ein Genre, sich zu suchen, was zu einem passt. Und oft ist das gar nicht das Genre, welches du gerne hörst, sondern das ist etwas anderes. Wenn du mal Schlagzeug gespielt hast, dann kannst du natürlich sehr gut drum-intensive Genres machen. Wenn du noch nie ein Musikinstrument gelernt hast, ist das auch nicht schlimm. Aber dann fängst du wahrscheinlich erstmal mit minimaleren Techno-Nummern an, wie jetzt so eine komplett ausproduzierte Soundtrack-Geschichte. Dann heißt es, gut zu werden in diesem einen Genre. Oft höre ich von Anfängern oder Einsteigern den Satz, ach, jedes Mal, wenn ich im Studio bin, mache ich was anderes. Ich mache mal dieses, mache mal jenes. Das ist auch gut, mal zwischendurch auszubrechen, sich vielleicht noch ein zweites oder drittes Genre zu suchen, an dem du Spaß hast. Aber wirklich gut wirst du nur, wenn du immer wieder die gleiche Sache trainierst. Da gibt es einen Bruce Lee-Zitat, der irgendwann mal sowas gesagt hat. Ich habe keine Angst vor demjenigen, der 10.000 verschiedene Tritte trainiert. Ich habe Angst vor demjenigen, der 10.000 Mal denselben Tritt trainiert hat. Und da ist irgendwie viel dran. Ja? Gut zu werden in einem Genre, weil man seine Produktionsskills, die zu diesem Genre gehören, immer weiter ausbaut. Das ist eigentlich mit so der Geheimnis von einem erfolgreichen Producer. Und dann kann man natürlich immer wieder mal, wenn ich keinen Bock auf Techno habe, mache ich halt mal was anderes, und dann lernt man wieder was und lässt dann da Sachen einfließen in seinen eigenen Sound. Das ist total wichtig. Aber
ich kenne eigentlich kaum erfolgreiche Künstler, mit ganz wenigen Ausnahmen, die dann die Regel bestätigen, die irgendwie alles machen. Ne? Sondern alle konzentrieren sich schon auf ihr Ding. Das ist wie mit dem Koch. Ne? Ein guter Koch, der hat sich auf eine bestimmte Küche spezialisiert. Probiert natürlich auch alle anderen Küchen und hört ganz viel. Darum geht es ja nicht. Es geht ja darum, was mache ich im Studio? Nicht unbedingt, was höre ich. Ich höre alles Mögliche. Aber im Studio habe ich mich eben auf Techno, auf härteren, rohen Techno konzentriert und habe jetzt noch ein zweites Genre für mich gefunden, was ich ganz gerne mache. Genau, und das hilft mir, mich immer weiterzuentwickeln. Übrigens, wenn dir das Video hier gefällt, ne, dann würde es mich total freuen, wenn du ein Like da lässt, wenn du einfach mal was kommentierst und wenn du unseren Kanal abonnierst und auch die Glocke aktivierst. Wenn du die Glocke aktivierst, wirst du immer benachrichtigt, wenn wir zum Beispiel live gehen oder wenn ein neues Video von uns auf diesen Kanal hochgeladen wird. Ein nächster wichtiger Punkt für genresicheres Produzieren sind auch die Gatekeeper, so nenne ich sie mal, die Türsteher. Also Labels, Fans, DJs, die sich ja auch auf ein Genre oft konzentrieren. Und da ist es, glaube ich, ganz gut, dass man als Künstler ein klares Gesicht hat, womit ein Fan, ein Label etwas anfangen kann. Man weiß, okay, der Künstler steht für diese Art von Sound. Viele Künstler machen dann Side-Projects, wo sie andere Sounds machen. Es gibt aber auch Künstler, die nicht für ein bestimmtes Genre stehen, sondern für einen bestimmten Sound, den sie dann immer wieder in ein Genre produzieren. Aber auch das ist eher die Ausnahme. Aber das Allerwichtigste, neben all den Genres, ist, dass man Spaß am Musik produzieren hat. Spaß am Musik hören, Spaß an Technik und seine Leidenschaft, seine Ideen irgendwo einsetzen kann. Aber es ist total hilfreich, wenn man all diese Ideen mit einem Kompass auf den richtigen Weg setzt. Wenn man diese Ideen in ein Korsett zwängt, aus dem man dann durch Limitierung was Großes erschaffen kann. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Mein Name ist Björn Torwellen.